Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack. Leute, es ist wieder einiges bei meiner Base passiert. Ganz besonders werden wir heute etwas Kleines, Süßes, Niedliches fertigstellen. Zeitraffer ab! Willkommen zurück. Liebe Leute, ich hoffe, es gefällt euch nach wie vor. Craft Attack wird ja irgendwie immer cooler und wir bauen immer mehr. Und dieses Jahr sind wir auch mal richtig ordentlich bei meiner Base beschäftigt. Also nochmal auch ein ganz großes Dankeschön, Leute, an euch für eure Inspiration, für eure Ideen, aber auch für eure Unterstützung mit einem Daumen hoch und einem Kommentar. Vielen, vielen Dank. Schaut euch das mal an. Wir haben ein Axolotl gebaut. Es sieht jetzt noch nicht so ganz cool aus, weil irgendwie, ihr seht schon, Kupfer und so, das soll noch oxidieren. Das hier muss oxidieren, aber das Erste, was wir jetzt tun werden, ist einmal hier das zu entoxidieren und dann hier das einzuschleimen. Und ich wusste gar nicht, dass man mit einer Axt auch quasi die Beschichtung wieder abkratzen kann. Aber wir machen das jetzt tatsächlich einmal. Also wir werden jetzt die gesamten Finnen hier einschmieren, dass die quasi immer in normalem Kupfer bleiben. Und damit haben wir hier eine Mischung aus oxidiertem Kupfer und neuen Kupfer und haben damit ein grünes Axolotl mit diesen Finnen. Und das passt richtig, richtig gut. Dann, habt ihr gesehen, im Zeitraffer haben wir Technik gemacht. Und zwar, wir haben den oberen Teil hier an Smart Home System angeschlossen. Wir haben ein Smart Home Off. Bei denen drücken wird ja alles ausgeschaltet im Haus. Und ihr seht, es geht da einmal da hinten die Tür zu und diese Tür zu. So, diese Tür hier. Die hier ist gesteuert über Smart Home System. Also ihr seht, ich kann die einmal mit diesem Knopf aufmachen und mit dem Knopf wieder zumachen. Aber ich kann sie natürlich auch über unser eigentliches Smart Home System steuern. Das heißt hier, wenn ich mal zu unserem Anzeigeboard gehe und ich drücke hier auf Holzknopf, so heißt das aktuell, ich drücke hier drauf, dann öffnet sich auch da oben die Tür. Und das ist die Besonderheit. Ihr seht, das Smart Home System kann diese Tür schon mal schalten. Diese zweite Tür ist die Farm. Damit wir quasi zu unserer Farm gelangen können, seht ihr, können wir hier eine Geheimtür öffnen. Die lässt sich nicht über das Smart Home steuern. Das heißt, die können wir nur hier oben auf- oder zumachen, aber sie ist an den Reset angeschlossen. Das heißt, wir können diese Tür zwar nicht aufmachen, wir können diese Tür aber in jedem Fall zumachen, wenn wir einfach auf Master Off drücken. Wir haben ja diesen Master Off-Knopf. Das ist der rote Knopf hier. Wenn ich den drücke, wird ja wirklich alles abgeschaltet. Jede einzelne Einheit. So, von der Tageslichtdecke bis hin zu jeder Tür. Und damit wird auch automatisch diese Tür quasi geschlossen. Also ihr seht, die Lampe ist aus. Idee ist einfach, dass man mit diesen beiden Knöpfen auch hier in diese Farm reingelangen kann, um sich beispielsweise hier Baumehl zu holen, etc. Die Baumehlfarm hat sehr fleißig gearbeitet, die funktioniert und top. So, dann soll mit der Tür noch was passieren und darum soll es heute in der Folge gehen. Ich möchte gerne mit euch gemeinsam das Axolotl mal ein wenig in Action bringen. Ja, dazu habe ich schon mal hier ein bisschen Redstone vorbereitet. Das brauchen wir, werden einen davon brauchen oder vielleicht ein paar mehr von dem brauchen. Wir werden Fackeln benötigen. So, was wir nicht benötigen werden, sind das. Wir gehen jetzt einmal nach unten. Wir brauchen jetzt etwas, was ich gar nicht befürchte, dass ich es nicht habe. Andersherum, was ich... wir haben einen Bogen. Mensch, das ist gut. Wenn wir einen Bogen haben, heißt das auch automatisch, dass wir einen Spender machen können. Es ist ja egal, ob dieser Spender gut ist oder schlecht ist oder wie auch immer. So, wenn wir einen Spender haben, brauchen wir noch was. Und zwar, wir brauchen einen Wassereimer. Ja, göttlich. Wir haben alles, was wir brauchen. Also besser hätte es nicht sein können. So, und wir schließen nämlich die nächste Sache jetzt unser Smart Home an. Dahinter ist die Technik versteckt. Da können wir mal reingehen in den Technikraum. So, ihr seht, ganz schön ordentliche Technik hier. Das ist eben halt alles, um mit dem Smart Home System zu kommunizieren. Also wir haben ja nicht nur einen Schalter, der die Tür auf- oder zumacht, sondern wir haben einen Schalter, der mit unserem Computer synchronisiert. Das bedeutet, jeder Schalter braucht einen kleinen Semi-Computer hinter sich. Und das war echt ein Gerangel, das zu bauen, muss ich euch fairerweise sagen. So, was wir jetzt einmal machen ist, ich mache es mit Skill, weil ich mich auskenne, einmal das Smart Home zu. Okay, hat das jetzt geklappt oder nicht? Ich komme hier nicht raus. Hallo? So viel zum Thema Skill. Ja, hat geklappt.
Hätte nur kürzer sein müssen. Oh, top. Ihr seht, das Smart Home ist jetzt deaktiviert. Die Türen sind zu. Und wenn die Türen hier oben zu sind, also die Tür, die zum Axolotl-Teil da führt, haben wir hier Redstone an. Und das ist jetzt wichtig. Das Redstone, was wir anhaben, und Chunks sind wichtig. Wir befinden uns nicht mehr in den Spawn-Chunks. Trotzdem müssen wir jetzt mal ein bisschen vorsichtig entlang graben. Hier ist, glaube ich, ein Lichtschacht dahinter. Seht ihr das? So eng sind wir gerade hier am Bauen. Das ist schon bemerkenswert. So, und bauen jetzt hier diese kleine Umkehrung ein. Nachdem wir die Umkehrung eingebaut haben, müssen wir einmal hier die Tür öffnen. Machen wir. Okay, Tür ist geöffnet. Und jetzt heißt es einmal eine kleine Redstone-Leitung bauen. Haben wir genug Redstone? Nein, wir haben dafür nicht genug Redstone. Wir holen uns genug Redstone. Und zwar haben wir glücklicherweise noch ein paar Blöcke. Es wird auf jeden Fall knapp, das sage ich euch. Weil wir irgendwie schon wieder so viel Redstone verbrauchen. Deshalb muss ich schnellstens meine Villager ins Laufen bringen. So, jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wobei ich auch nicht zu zählen. Wir sehen ja einfach, wenn der Strom ausgeht. Hier geht er aus. Ergo brauchen hier einen Verstärker. Wunderbar. So, der Strom ist an. Es soll etwas passieren. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, was passieren wird. Ja, dann geht er einmal hier entlang. So, und jetzt müssen wir hier eine kleine Schaltung bauen. Relativ einfache Schaltung, aber eine schöne Schaltung. Das hier. Und jetzt machen wir mal das. Und einmal das. Einmal das. Und ja, jetzt müssen wir es hier nochmal ein bisschen ausgraben. Es fehlt noch ein kleines bisschen mehr Platz. Und damit wir auch wirklich hier safe sind, mache ich das hier. So, dumm, 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 dumm. Fertig. Das ist eine kleine Glocke, wie ihr seht. Ich würde die sogar noch langsamer machen. So, eine relativ langsame Glocke. Und was die Glocke jetzt tun soll, ist folgendes. Wir gehen jetzt hier rein. Das wird jetzt auch ganz interessant. Müssen jetzt hier einen Dropper aufstellen. Das heißt, ich setze erstmal hier einen Block hin, setze den Dropper dann hier dran, unserem Spender. Sehr schön. Und jetzt verbinden wir das Ganze mit unserer Schaltung hier. Fertig. Klick, ihr hört, es funktioniert. Und jetzt kommt der Moment, wo ich die ganze Zeit drauf gewartet habe. Achtung, fertig, fertig. Na dann, lass mal gucken gehen. Das sollte es gewesen sein, Leute. Solange nun unsere Tür offen ist, haben wir hier ein Axolotl. Junge Springbrunnen! Wie ihr seht, das Axolotl, ja, macht immer mal wieder das Wasser an und aus. Ich finde den Takt okay. Ich finde, dass es vollkommen okay ist, wenn es nicht zu lange dauert und nicht zu lange an ist. So, aber um auch an die Lags am Server zu denken, ich habe ja gesagt, jedes Mal, wenn ich mein Haus verlasse, sollte die Technik ausgehen, ne? Das heißt, wenn ich jetzt quasi, ich breche mal ein, wenn ich jetzt auf alles ausdrücke, geht jetzt die Technik aus. Und jetzt passiert nichts mehr. Ihr seht, das Axolotl bleibt an. Ja. Coole Sache. Also ich finde es cool, ich finde es richtig nice. Jetzt machen wir die Tür hier wieder auf. Also erst sobald wir diese Tür hier öffnen, schaltet sich das Axolotl an. Achtung, Tür auf. Und das Axolotl ist an. Ab jetzt läuft auch die Technik hier wieder. So, und das hier unten soll der Axolotl-Teich werden. Der wird jetzt noch demnächst weiter terraformt. Da werde ich noch ein paar Arbeiten reinstecken, dass der auch wirklich abgeschlossen ist. Hier soll ein kleiner, schöner Indoor-Garten entstehen. Und hier unten kommen dann meine gefangenen Axolotls rein, die wir vor Ewigkeiten mal gefangen haben, gefunden haben. Um die Optik nochmal ein bisschen hier hinzukriegen, reiße ich nochmal das ganze Baudirt ab. So, und grab hier nochmal den Pool ein bisschen aus. Das Ganze soll hier, wie gesagt, alles irgendwie richtig schön werden. Also meine Mühnisse. Ihr seht auch hier oben, hat man im Zeitraffer vielleicht ein bisschen gesehen, habe ich das Ganze schon angefangen auszugraben. Und mit Mauern abzugrenzen, sodass wir wirklich hier einen geschlossenen Bereich haben. Ja, und da haben wir ein Axolotl, welches Wasser ausspuckt. Liebe Leute, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald und ciao, Leute.